Guten Morgen Internet, ich bin heute im Ems-Auenpark unterwegs und ich habe eigentlich hier drei Sachen geplant. Das eine ist, ich fotografiere schon länger hier mit der Canonet QL17G3, heißt sie. Ein ganz komischer Name. Und da wollte ich mal so ein kleines Review zu machen. Also es ist eine analoge Kamera, aber sie macht wirklich echt geile Fotos. Und ich habe mir auch diese Kamera ausgesucht und richtig bestellt bei jemandem, der Kameras aufbearbeitet. Dann wollte ich mal schauen, weiterhin in die Richtung ist nämlich die Ems. Und da habe ich vielleicht einen Angelplatz gesehen, der mir gut gefällt. Und ich muss den Film hier voll kriegen. Ich habe jetzt noch ungefähr 10 Bilder und dann ist der Film voll. Ich denke, hier kann man ein paar coole Aufnahmen machen, um auch mal zu zeigen, was kommt denn aus so einer Kamera wieder raus hier. Ich habe hier im Moment einen Film drin, ich glaube den Kodak TriX400 oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ein 400er Schwarz-Weiß Film. Und da kann man bestimmt ein paar coole Aufnahmen machen hier. Ja, lass uns mal loslegen und gucken, was der Vormittag so bringt. Das Besondere an dieser Kamera ist, dass sie eine Messsucherkamera ist. Und die zeichnet sich dadurch aus, dass wenn ich hier durch den Sucher schaue, dann sehe ich natürlich, was hier durchgeht und nicht das, was die Linse sieht. Bei Spiegelreflexkameras zum Beispiel ist das ein bisschen anders. Dadurch hat man natürlich einen Vorteil, weil man sieht, was drumherum passiert. Also dieser Sucher, der ist ein bisschen weiter als das eigentliche Fotofeld. Aber man hat auch einen Nachteil, nämlich wenn man jetzt das Foto anordnet, wenn man seine Komposition findet und schießt dann das Foto, dann ist es immer ein bisschen off. Das ist bei den meisten Sucherkameras so, bei dieser aber nicht, weil die hat eine Parallaxenkorrektur. Das heißt, das, was ich hier sehe, das wird auch wirklich so fotografiert. Ich zeige euch jetzt mal, wie der Sucher aussieht, damit ihr mal Eindruck davon bekommt, wie es ist, mit sowas zu fotografieren. Also wenn man hier durchguckt, dann sieht man auf der rechten Seite einmal den Belichtungsmesser. Dann gibt es einen Rahmen, einen leuchtenden Rahmen und in der Mitte ist ein Schnittbild und damit stellt man scharf. Man muss sozusagen die beiden übereinander liegenden Bilder vom Schnittbild und dem Hauptbild übereinander bringen mit dem Fokusring und dann ist das Bild scharf, wenn man es macht. Und innerhalb dieser Linien, die man sieht hier, ist letztendlich auch dann das Foto nachher. Alles, was außerhalb der Linien ist, das wird nicht mehr im Foto aufgenommen. Diese Kamera hat anders als wie bei den Leicas zum Beispiel eine Festbrennweite fest angebaut. Das heißt, ich kann das Objektiv nicht wechseln. Was ich aber gar nicht mal so schlecht finde, weil mich nervt es manchmal total, dass man irgendwie immer zu verschiedenen Objektiven greift und sich nicht mal vielleicht auf eine Brennweite einlässt. Hier verbaut ist ein 40mm f1.7, also Lichtstärke 1.7, was eigentlich recht hoch ist für so eine Kamera. Und 40 mm, ja, das ist so ein Mittelding zwischen 35 und 50. Mir gefällt die Brennweite ganz gut. Man kann damit eine Menge machen. Ist es nicht zu weit, ist es nicht zu nah. Also eigentlich perfekt für diese Art von Kamera. So sieht die Kamera von oben aus. Und dann kann ich euch auch mal erklären, wie letztendlich die Bedienung funktioniert. Das erste, was man hier sieht, ist diese ganzen Zahlen hier auf dem Objektiv letztendlich. Dann hier auf der linken Seite haben wir die Spule, um letztendlich den Film zurückzuspulen. Hier könnte man theoretisch einen Blitz einbauen. Hier sieht man, wie viele Bilder man noch hat. Hier ist der Auslöser. Hier kann man den Film weiter fortführen, wenn man ein Bild gemacht hat. Aber die meisten Einstellungen, die finden eigentlich hier an diesem Objektiv statt. Und wie diese Kamera funktioniert, ist eigentlich ganz einfach. Ich kann einmal manuell fotografieren und alles so einstellen, wie ich möchte. Also hier die Belichtungszeit, zum Beispiel 125. Sekunde oder eine 15. Sekunde. Dann habe ich hier meine ISO-Einstellung. Das muss ich natürlich je nachdem, was für einen Film ich habe, einstellen. Also im Moment habe ich einen 400er Film drin, 400 ASA und ISO ist das gleiche. Dann habe ich hier in diesem Ring meine Blende. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte auf Blende 2 fotografieren oder auf Blende 1.7 oder es geht noch weiter bis 28, 20, 14. Also da kann man eine ganze Menge machen. Und dann der erste Ring im Prinzip am Objektiv, das ist der Fokusring. Wenn ich hier diesen kleinen Knöppel drehe,
dann kann ich hier fokussieren und das Schnittbild im Sucher, das ändert sich dann. Dann habe ich hier unten noch weitere Einstellungen. Hier kann ich im Prinzip den ISO-Wert verändern. Und auf dieser Seite gibt es noch einen mechanischen Selbstauslöser, was auch eine ziemlich coole Sache ist. So sieht die Kamera von hinten aus, so sieht die Kamera von vorne aus. Seite, Seite, unten ein Gewinde für ein Stativ gibt es auch. Und ihr seht, aha, da ist sogar ein kleines Batteriefach. Ja, diese Kamera bräuchte theoretisch keine Batterie. Wenn man aber den Belichtungsmesser nutzen will, den man hier an der rechten Seite sieht, dann braucht man eine kleine Batterie. Aber was viele ja loben, auch bei den Leicas, es gibt einige Leica-Kameras, die haben im Prinzip die Möglichkeit, dass sie völlig mechanisch funktionieren. Und auch diese Kamera funktioniert völlig mechanisch. Man braucht weder für den Selbstauslöser noch für den Auslöser hier oben eine Batterie. Man braucht die Batterie nur für den Belichtungsmesser. Dafür ist der Belichtungsmesser aber, wenn die Batterie drin ist, immer an. Der sitzt nämlich hier oben in diesem kleinen Fenster. Und wenn man die Kamera nicht benutzt, dann sollte man sie in die Tasche packen oder die Objektivkappe drauf packen. Denn sonst wird der Belichtungsmesser ständig benutzt. Und dadurch kann die Batterie relativ schnell leer gehen. Ich benutze die Kamera jetzt schon seit, ich glaube, fast ein halbes Jahr oder etwas kürzer. Und habe die Batterie bisher noch gar nicht gewechselt. Jetzt hat es angefangen zu regnen und ich habe mich hier unter diesem Baum gerettet. Was mich im Prinzip an dieser Kamera gereizt hat, ist, ich bräuchte so eine oder wollte so eine Alltagskamera haben. Eine Kamera, die man überall mitnimmt, wo die Qualität nicht so wichtig ist, wo man einfach mal spontan losfotografiert. Und dafür ist diese Kamera echt perfekt. Ich muss mir keine Gedanken machen darüber, welches Objektiv ich drauf packe. Ich muss mir keine Gedanken darüber machen, ob die Belichtung stimmt. Das macht die Kamera automatisch, wenn ich das möchte. Ich kann aber auch sagen, okay, jetzt habe ich ein ganz bestimmtes Bild, was ich gestalten will, und dann kann ich alles manuell einstellen. Das geht auch. Das Einzige, was natürlich immer manuell ist, ist der Fokus. Es gibt an dieser Kamera keinen Autofokus. Das ist aber normal für solche alten Kameras. Ja, und von Canonets gibt es eine ganze Menge. Also es gibt eine Canonet 28, es gibt auch eine QL19, glaube ich. Aber die 17er, die soll so das beste Objektiv haben. Und ich dachte, wenn ich mir schon sowas hole und das auch regelmäßig benutze, dann hole ich mir die Kamera mit dem besten Objektiv. Also soweit ich weiß, ist die Canonet nicht wasserdicht. Das wäre natürlich jetzt top. Man könnte natürlich auch einfach mit einer Tüte beim Kopf fotografieren, aber wer will das schon, ne? Dafür ist die GoPro wasserdicht. Was auch interessant ist bei dieser Kamera, ist, dass sie einen ein bisschen langsamer fotografieren lässt. Oft ist es so, dass ich ein Motiv finde, dann fokussiere ich erstmal, dann merke ich, oh, die Belichtung passt vielleicht nicht, weil er schlägt mir zum Beispiel Blende 8 vor und ich hätte lieber zum Beispiel Blende, sagen wir mal, 2,8. Ja, dann stelle ich die Belichtung nochmal anders ein, gehe auf eine schnellere Belichtungszeit, dann muss die Blende sich weiter öffnen. Ich kann natürlich auch alles manuell machen, aber so ein Belichtungsmesser zu haben an so einer analogen Kamera ist gar nicht mal so schlecht. Sonst muss man immer die Werte schätzen. Unsere modernen Kameras, die haben natürlich einen völligen Automatikmodus. Ich kann auch einstellen, dass ich zum Beispiel nur eine Blendenpriorität haben möchte oder nur eine Priorität auf die Belichtungszeit. Und diese Kamera hat im Prinzip eine Priorität auf die Belichtungszeit. Das heißt, ich wähle meine Belichtungszeit selbst. Das heißt, ich muss mich immer fragen, wie sind die Lichtverhältnisse jetzt gerade? Und wie ruhig kann ich die Kamera halten? Das heißt, meistens hat man ja das Problem, dass man entweder zu viel Licht hat oder zu wenig. Zu viel Licht wäre, okay, ich stelle eine hohe Belichtungszeit ein. Zu wenig Licht wäre, okay, ich überlege, kann ich vielleicht ruhig halten eine 30. Sekunde. Ich bin so jemand, ich kann eine 60. Sekunde sehr gut ruhig halten. Da werden meine Fotos immer noch scharf. Und das stelle ich dann eben auf der Kamera ein. Und sie sucht sich dann eben die passende Blende für meine eingestellte ISO-Zahl aus. Ich werde jetzt mal wieder da vorne zurücklaufen. Da war nämlich ein Dach. Vielleicht kann man da mal kurz warten. Ich hätte vielleicht da vorne parken sollen.
Wobei, wenn es gleich wieder aufhört, dann würde ich noch weitermachen. Gucken wir mal. Sieht auch geil aus mit den Spiegeln hier. Ich hoffe, sie überlebt das, ey. Scheiße. Ich höre, der Auslöser ist super leise, man hört fast gar nichts. Das ist besonders geil, wenn man halt ein bisschen so streetmäßig fotografieren möchte oder sowas. Man ist ziemlich sneaky unterwegs damit. Ja. Was haben wir noch hier? Lass die mal so in der Ferne. Sieht man sehr schlecht, aber ich kann das hier einfach auf unendlich stellen, dann sollte das scharf sein. Eine Sache, die noch richtig geil ist an dieser Kamera, ich bin jetzt bei dem 36. Bild, aber ich habe wahrscheinlich noch 2, 3 oder 4, denn diese Kamera hat einen Quick-Load-Mechanismus, dafür steht ja auch das QL. Und zwar muss man den Film einfach nur oben drauf legen, die Kamera zuklappen und dann kann ich hier durch diese kleinen Streifen sehen, warte mal, durch diese kleinen Streifen sehen, ob der Film richtig gegriffen wurde und weiterläuft. Und so hat man eigentlich auf jeder 36, auf jeder Rolle, die 36 Belichtung hat, eigentlich so 38, 39 oder vielleicht sogar 40 Aufnahmen, die man machen kann. Was schon ziemlich geil ist, weil ja, es sind einfach gratis Bilder, die man mit anderen Kameras nicht kriegt. Was schon ziemlich cool. So sieht das da durchaus gerade. Ist ein bisschen. War ich doch richtig. Kodak TX400. So, hier sieht man nochmal im Prinzip diesen Quick-Load-Mechanismus. Hier auf der linken Seite kommt der Film rein, dann zieht man den hier rüber, legt ihn einfach da drauf, dann wird das zugemacht, dann kommt diese Kappe da drauf, zumachen, zack, zweimal spulen und dann kann man Fotos machen. Und wir sind wieder bei 1. So, ich bin zurück im Büro, mit mir die Canon hat. Die Bilder sind mittlerweile entwickelt. Ich habe auch schon so eine kleine Vorauswahl getroffen. Schauen wir mal zusammen rein und gucken mal, was daraus geworden ist. Also was mir sehr gut gefällt, ist dieses Bild hier zum Beispiel. Die Reflexion der Bank finde ich super im Regen. Dann haben wir hier im Prinzip nochmal so was Ähnliches. Mit einer etwas größeren Bank bzw. zwei Bänken. Dann habe ich hier ein Bild, das habe ich fotografiert barfuß, als ich in der Pfütze stand und man sieht, die Füße sind ziemlich unscharf. Das liegt daran, dass ich das wahrscheinlich mit F2.8 oder F1.7 fotografiert habe, was ziemlich hoch ist ja bei so einer älteren Kamera. Die Schärfe ist natürlich dann sehr, der Schärfebereich ist sehr klein, also es ist sehr schwierig dann den Fokus zu finden, speziell als es dann letztendlich geregnet hat. Ist der Sucher der Kamera ist beschlagen und man konnte fast gar nichts mehr sehen, also gar nicht mehr richtig sehen, ob es denn scharf ist oder nicht. Ich konnte mein Bild natürlich noch sehen, aber es gibt so einen kleinen Patch in der Kamera und da laufen die Bilder letztendlich zusammen und dann weiß man, ist es scharf oder ist es nicht scharf.
Und das hat man überhaupt nicht mehr gesehen. Man kann natürlich auch mit der Kamera mit Zone Focusing arbeiten, das machen auch viele. Das heißt, ich gucke, wo habe ich gerade meinen Fokus gesetzt und versuche dann letztendlich die Fotos zu schießen. So ungefähr zu schätzen, okay, ich habe jetzt auf 3 Meter gestellt, mein Objekt ist 3 Meter entfernt, ich versuche mal so ein Foto zu machen. Das habe ich jetzt auch vor kurzem mal versucht, mal gucken, wie die Bilder so werden. Aber das sind so die Möglichkeiten, die man dann hat. Ja, aber trotzdem cooles Bild. Und dann habe ich hier noch so eine Art Doppelbild. Einmal den Baum, den ich gesehen habe, als ich unter dem anderen Baum stand, als es geregnet hat. Das gleiche nochmal in unscharf, weil ich wahrscheinlich die Einstellung nicht richtig gewählt habe. Aber ich finde trotzdem so zusammen kommen die Bilder ganz gut. Ich zeige euch jetzt noch mal ein paar Bilder, die so in den letzten Wochen entstanden sind. Wie gesagt, ich finde, es ist eine tolle Alltagskamera. Man kann sie überall mitnehmen und ohne viel Schnickschnack fotografieren. Wenn man möchte, trotzdem ein geiles Foto machen. Man kann die Belichtungszeit komplett selbst auswählen. Es gibt sogar einen Selbstauslöser dabei, einen rein mechanischen. Also ganz, ganz tolle Sachen, da kann man damit machen. Und ich freue mich schon auf die nächsten Monate, Jahre mit dieser Kamera. Ich hoffe, sie wird noch lange funktionieren und ihren Dienst leisten. Wenn ihr mehr wissen wollt zur Kamera und zu den Canonets, ich packe euch in die Videobeschreibung ein paar Links dazu. Es gibt natürlich nicht diese 17er, es gibt auch eine 19er und eine 28er. Und alle haben verschiedene Funktionen, haben verschiedene Objektive und so weiter. Also da gibt es immer noch mal einen anderen Stil. Aber ich dachte mir, wenn ich mir eine hole, holst du die Kamera, die die größte Lichtstärke hat. Und mit I7 ist man schon ganz gut unterwegs. Ja, viel Spaß mit den Fotos und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, ciao.